Fischer, du warst ja schneller hier als ich. Ich bin gern früh da. Hallo, Colonel. Keine Sorge, der Raum ist absolut sauber. Lambert. Schön, dich zu sehen. Und bei der NSA? Ist alles in Ordnung? Es geht. Die sind sich irgendwie nie einig, was ich wissen darf und was nicht. Das liegt in der Natur der Sache. Wir lassen nie eine Person alles wissen. Daher müssen wir alle zusammenarbeiten. Obwohl ich da draußen allein bin? Du wirst uns mehr Daten senden, als du dir vorstellen kannst. Wir stehen über dein Ohrimplantat und das Opside in Verbindung. Läuft das Training auch so ab? Ja. Sorry dafür, dass ich dich über den Kurs hetze. Ich weiß, dass du gut trainiert bist. War seit Jahren nicht im aktiven Dienst. Mag sein. Aber sowas verlernt man nicht. Ist wie mit dem Radfahren. Oder mit den hohen Absätzen. Sei vorsichtig, Fischer. Jedes unserer Worte wird überwacht werden. Du weißt, wie nervös die hohen Tiere in Bezug auf die Fifth Freedom sind. Gib mir Mühe. Gib dir viel Mühe. Third Acolon ist ein Experiment. Deine Missionen werden entscheidend dafür sein, ob die NSA in Zukunft weiter Offensivmissionen durchführt. Wir sehen uns auf der anderen Seite des Kurses. Okay, Sam. Fangen wir an. Kannst du mich hören? Huhu. Gut. Dann scheinen die Implantate ja zu funktionieren. Also, die Techniker wollen jetzt deine Ausrüstung kalibrieren. Kannst du dich in Richtung der Notbeleuchtungslampe an der Wand zu deiner Linken drehen? Klasse. Jetzt die zu deiner Rechten. Okay, das gleiche Spiel jetzt vertikal. Such an der Decke nach einer weiteren Lampe. Ausgezeichnet. Jetzt such auf dem Boden nach einer Lampe. Okay, Fischer, bringen wir das so schnell wie möglich hinter uns. Wir fangen langsam an. Kletter auf das Becken. Wir lassen dich... Dini? Ich sehe dich! Okay, Fischer. Wir schicken die andere Wache, um deine Arbeit zu beurteilen. Okay.
Hast du schon angefangen? Fischer! Alter Schwede, du bist am Ende. Großartig, wir machen weiter. Das muss er sein. Ja. Sam Fischer, darf ich dir Vernon Wykes Jr. vorstellen? Hallo. Hey, ich habe Geschichten über dich gehört. Hoffe, du bist nicht sauer. Hab ihm von deinen Kuwait-Missionen erzählt. Sind doch eine Familie. Genau. Vernon arbeitet schon lange für die NSA. Er wird Fahrzeuge, Flugzeuge und Waffen für dich organisieren. Er ist für deine Versorgung verantwortlich. Großartig. Ja, Mann. Kannst es bestimmt nicht erwarten, wieder in den Einsatz zu gehen, was? Ist halt meine Spezialität. Genau, was wir brauchen. Willkommen bei der NSA. Ich bin mir sicher, dass wir fabelhaft zusammenpassen werden. Third Echelon ist ein neues Projekt. Wir müssen vielen Leuten etwas beweisen. Okay. Ihr beiden seid unser erstes Team im Bodeneinsatz. Gebt alles. Wir wollen stolz auf euch sein. Willkommen bei der NSA. Fischer, die Sonne ist untergegangen. Zeit, um an die Arbeit zu gehen. Die Suche nach Agent Blaustein hat höchste Priorität. Eine NSA-Kontaktperson wird dir helfen. Schon unterwegs. Halte dich von den Straßen fern. In der Stadt wimmelt es von Ordnungshütern und wir haben keinerlei Rückendeckung aus Washington. Details auf deinem Offset. Sag mir nicht, dass Goggenitze da drin ist. Sam, hier Grimstott hier. Wenn ich sage springen, frag nicht erst wie hoch, sondern mach es. Dann ist alles kein Problem. Geh nach links und durch den Raum. Los! Mann, das war knapp. Geh oben nach links und durch den Raum. Auf der anderen Seite findest du eine Treppe. Geh über die Treppe in die obere Etage. Der Kontakt... Goggenitze ist abgereist. Lass ihn bei den Flammen. Das erspart uns später unnötig Fragen. Es ist zu viel Rauch da. Schieß die... Das war knapp. Lebst du noch? Gut. Blausteins Blackbox ist dein nächstes Missionsziel. Wenn er sich an die Regeln gehalten hat, ist sie hinter einem Bücherregal oder einem Wandpanel. Ich hab was gehört. Wer ist eindringlich? Sieht aus wie ein harter Brocken. Aus dem Weg! Sie sind so gut wie tot! Mist! Was ist los? Blausteins Herz hat vor 43 Stunden aufgehört zu schlagen. Und die CIA hat das nicht... Habe Feind gesichtet! Wer ist denn schön, dass da? Ich es uns gesagt habe. Sein Implantat hat sich 6 Stunden nach seinem Tod deaktiviert. Die letzten Daten kamen von einer Polizeidienststelle. Details im Offset. Fischer, ich widerrufe meinen Befehl bezüglich der Straßen. Wir haben den Funkverkehr der Polizei von Tbilisi abgehört. Die Jungs sind Gauner. Aber wenigstens wollen sie keinen Ärger bekommen. Es steht dir ab jetzt frei, jede Straße zu benutzen. Tu, was du tun musst, um die Vermissten zu finden. Unidentifizierter Gegner! Wer ist da? Hallo? Es scheint irgend da. Damit ich sie sehen kann. Oh, was ist hier los? Wer ist Eindringlinge? Wer ist da? Aufpassen! War das? Sie haben kein Recht, hier zu sein. Los!
Habe die Agenten Blaustein und Madison. Ruhe den Frieden. Jemand hat die Implantate herausgeschnitten. Was machen wir jetzt? Wenn möglich, den Implantaten folgen. Hier ist eine Sicherheitskamera. Gute Idee. Wir verfolgen was die Implantate über die Aufzeichnungen der Kameras. Unidentifizierter Mann, schwer bewaffnet. Kommen Sie raus und dann geben Sie sie. Es ist einer von unseren Leuten. Diesmal geht es darum, unauffällig zu sein. Pass auf den Alarm auf. Wer sind Sie? Gute Arbeit, Fischer. Wir scannen jetzt die Videobänder. Das ist unser Mann. Haben ihn auf kommen frischer Sie raus erwischt. Und ergeben Sie sich durch Echelon jagen. Schon geschehen. Hey, wer seht sind mal, Sie? Ein Nummernschild. 84 KP 240. Kommen Sie raus. Echelon hat eine positive ID deines Ziels von einer Sicherheitskamera. Es handelt sich um einen gewissen Vyacheslav Grinko. Wie finde ich ihn? Anhand seines Kennzeichens. Und was, wenn er nicht im Auto ist? Dann wird es sein Fahrer sein. Schnapp ihn dir und bring ihn zum Reden. Wirst doch gerne mal ein bisschen grob. Wer, ich? Grimms Dottier hat soeben den Grundriss des Ministeriums besorgt. Ich glaube, ich habe ein Geräusch gehört. Sie haben im Hof ein aktives Lasersicherheitsnetz. Also halte ich mich vom Hof fern. Du darfst keinen Alarm auslösen. Wir haben für diesen Einsatz immer noch keine Genehmigung von oberster Stelle. Ein Fehltritt und die Mission ist vorbei. Ich und du hast Angst. Ich will wissen, was Grinko und Messi beim Aufzug besprechen. Um dorthin zu kommen, muss ich das Lasernetz deaktivieren. Dann mach es. Ich glaube, ich... Und... Vielleicht ist es besser, dass ich nichts sehe. Ich glaube, ich habe ein Geräusch gehört. Hey, ich bin hier drinnen. Ich brauche hier unten einen Oberst. Wir müssen durch einen Retina-Scanner. Ich habe Oberst Kobiaschwili auf Patrouille. Soll ich ihn zu dir schicken? Bloß nicht. Ich hasse den Kerl. Wir finden schon einen anderen. Wer ist da? Ja! Da kommt ein Oberst Fischer. Schnapp ihn dir. Er muss bei Bewusstsein und kooperativ sein, damit er den Retina-Scanner für die Tür zum Hof bedienen kann. Woher weißt du das alles? Es ist mein Job, alles zu wissen. Der Glasaufzug ist auf dem Weg nach oben. Benutzt das Lasermikro, Fischer. Es ist unerlässlich, dass wir wissen, was Grinko und Messi sagen, ehe sie oben sind. Ist was? Sauber. Aserbaidschan? Klar, Alter. Die Operation ist gottverdammt absolut sauber. Bis auf die Dateien, die Nikolatze auf seinem Rechner hat. Du musst mit ihm endlich darüber reden. Klingt, als hätten wir die Implantate gefunden. Ich bekomme ein schlechtes Gefühl, wenn die bösen Jungs blutige Witze reißen. Ich werde dieses Gespräch direkt an die Führung weiterleiten. Wir werden noch mehr brauchen. Nikolatzes Computer. Erraten. Geh in sein Büro und aktiviere... Ja.
feindliche Einheit. Sicherheitssysteme zeigen ausgeschaltete Personen. Ein Toter. Es ist einer ausgeschaltete Einheit. Er ist tot. Diesmal geht es darum, unauffällig zu sein. Pass auf den Alarm auf. Hab was gehört? Feind! Alarm! Alle Mann auf ihre Posten! Eindringlinge in Nikolates Büro! Aufwachen, ihr Schweine! Ich will hier sofort Leute haben! Wir brauchen den Rest der Dateien von Nikolates Kopf. Das war... Was geht da vor sich? Du wirst es... Und wir haben nichts davon gewusst? Niemand wusste es. Was hat er vor? Du kannst dir die Nacht... Nikolates Büro ist sauber! Wir bewegen uns in Richtung der hinteren Gangway! Wer ist da? Kommen Sie heraus! Macht Meldung! Warum wurde der Eindringling nicht gefasst? Haben wir Männer bei der hinteren Treppe? Fischer, wir haben deine Missionsziele hochgeladen. Grimms dort hier sagt, dass die Verschlüsselungsprotokolle der Ölplattform wasserdicht sind. Wir müssen also warten, bis sich einer von Nikolates Schwachköpfen einloggt, bevor wir auf irgendwelche Daten zugreifen können. Warum versuchen Sie diese Plattform zu halten? Nicht gerade Nikolates bester Schachzug. Nikolate hat einige Zellen geopfert, um sie zu schützen. Was immer durch das Netzwerk geht, muss äußerst wichtig sein. Missionsziele auf deinem Offset. Achtung, seid wachsam! Unser Computertechniker kommt mit dem Codeschlüssel zurück. Brauche zwei Mann, die ihn bei der Andockstation empfangen und ihn zum Datenhub eskortieren. Beeilen wir uns. Wir sitzen hier auf dem Präsentierteller. Alarmmeldung von Philip Murphy! Amerikanische Flugzeuge im Anflug! Identifizieren Sie sich. Wer ist da? Hilfe! Identifizieren Sie sich.
Wer ist das? Da, es kommt immer noch was raus. Ich schwöre, ich hatte sie abgestellt. Ja, ja, sicher. Wirklich? Ich habe hier einen Toten. Ich kann sie nicht öffnen. Ich werde angegriffen. Wir wollen den Koffer, den er bei sich trägt. Die Daten sind in seinem Koffer? Es steckt ein Laptop drin. Tue, was immer nötig ist. Ja. Zeit, an die Arbeit zu gehen, Fischer. Fassen wir zusammen. Keine Verletzten. Die NSA operiert nicht innerhalb der USA. Was war das? Wir spionieren nicht die eigenen Leute aus. Da hinten war ist das. Genau. Du bist für uns nicht existent, bis deine Mission beendet ist. Wir haben den Timer auf deinem Offset mit einer Pause der Ventilatoren des Lüftungssystems synchronisiert. Du hast nur begrenzte Zeit zum Zutritt. Da hinten war etwas. Was ist das? Eindringling! Bleibst du im Krankenhaus? Diesmal geht es darum, unauffällig zu sein. Pass auf den Alarm auf. Bleibst du im Krankenhaus? Diesmal geht es darum, unauffällig zu sein. Pass auf den Alarm auf. Unser Mann dort sagt, dass deine F-2000 an ihrem Platz ist. Du kannst sie dir im Lagerraum hin. Schwer bewaffneter Eindringling! 10-14! Melde einen bewaffneten Mann in Lengley! Ein Toter innerhalb der Agentur und deine Mission ist beendet. Hallo? Hallo? Kann ich Ihnen helfen? Moment. Ah, Mann. Ja, schätze schon. Ich glaube, ich habe was gehört. Aus dem Weg! Fischer, dem GPS zufolge bist du in der Nähe des Servers. Grimms dort hier wartet und wird das Lag verfolgen, sobald du uns Zugriff verschafft hast. Hallo, was zum Teufel? Lambert, kann losgehen. Gut. Grimm? Bin drin. Ja, da. Das Leck ist ein PC der unteren Sicherheitsstufe.
Registriert auf einen Mitchell Dougherty. Großartig. Dougherty's PC ist ein neues Missionsziel. Ich sende die Details auf das Offset. Das ist sehr. Hätte schwören können. Hallo? Bitte denken Sie daran, dass das Rauchen in der Cafeteria nicht länger erlaubt ist. Hallo? Sie dürfen hier gar nicht sein. Das reicht. Beim nächsten Alarm breche ich die Mission ab. Aufgrund der aktuellen Vorkommnisse bleiben die Patrouillen bis auf weiteres auf Sicherheitsstufe 3. Okay. Bist du ein Eindringling? Hallo, Charlie! Hallo! Hey, kannst du mich hören? Achtung! Ich leg auf! Bitte ruf mich zurück! Aus dem Weg! Ich habe dir Dougherty's Akte geschickt. Er ist bei der Informationsbeschaffung, ist Büro 508. Was soll ich mit Dougherty machen? Bleib weg von ihm. Was wir melden uns, sobald wir mehr über ihn wissen. Ist da jemand? Wer sind Sie? Gut gemacht, Fischer. Wie läuft's, Grimm? Bin dabei. Vom System her sieht es nach der Arbeit von Philip Massey aus. Wechsle den Server. Surf Kalina _ VA. Sie können sich nicht verstecken. Das ist das Kalina-Tech-Gebäude. Ich werde sie finden. Oh Mist, die haben mich entdeckt. Die fahren das. Wir melden uns. Fischer, du musst Dougherty für uns kidnappen. Was ist mit Grimms dort hier? Wir kümmern uns darum. Kümmer du dich um Dougherty. Warte, bis er Zigarettenpause macht. Das wird deinen Angriff erleichtern. Details auf dem Offset. Das darf nicht wahr sein. Wikes wartet bereits auf dich. Bei ihm ist Spezialagent Baxter, ein Verhörexperte. Die beiden haben hinter dem Laden einen Laster geparkt. Es gibt weitere Komplikationen. Irgendein CIA-Sicherheitsfuzzi labert Wikes und Baxter. Wie hat er sie entdeckt? Sie hatten sich nicht versteckt. NSA-Anwesenheit ist in Langley legitim. Das einzige Problem sind Dougherty und ich. Genau. Ein Spezialagent-Ninja mit einem bewusstlosen Büroaffen auf der Schulter dürfte recht irritierend wirken. Bleib unentdeckt. Ist da jemand? Ihr habt es also manchmal mit Menschen zu tun? Selten, aber abgefahren. Und was nimmst du? Mann, ich dachte, der Kerl geht nie weg. Ein Bewusstloser. Hat Lambert dir von Sarah erzählt? Nein. Es geht ihr gut. Der Blackout hat sie erschreckt, aber es geht ihr gut. Keine Zeit für Emotionen. Verschwinden wir. Danke, Wax. Fischer, dein Ziel ist ein Mann namens Ivan. Nachdem Grimms dort hier in Kalinatechs Server eingedrungen war, sind Nikolazes Männer nervös geworden. Sie haben begonnen, hey, uns zu beseitigen. Wer ist Ivan? Einer von Nikolazes Spinnern, ein Programmierer. Sie töten ihre eigenen Leute? Sieht ganz so aus. Hoffentlich findest du ihn, bevor sie es tun. Details auf deinem Offset. Kommen Sie raus, wo immer Sie stecken. Komm, Fuß. Ich hab da doch was gesehen. Habe Feind gesichert. Wird eingezogen. Das ist unser Siebter.
letzte Woche kam. Wir haben noch etwas aus Ivan herausgekitzelt. Auf der dritten Etage ist noch eine Gruppe von Programmierern am Leben. Sie sitzen hinter einem Mann aus Haftminen fest. Glaubst du, sie verfügen über Codeschlüssel? Wer ein Versuch wert? Ich werde angegriffen! Grimm hat sich die Gebäudedaten angesehen. Die Geschichte mit der Gasleitung hält uns auf. Bin schon auf dem Weg. Beeil dich. Du hast nicht viel Zeit. Gute Arbeit, Fischer. Hätte ins Auge gehen können. Die Sache hat einen Haken. Ich habe mich in die Energiesysteme gehackt. Irgendjemand hat die Stromzufuhr der Feuerschutztür unterbrochen. Du wirst die Tür also nicht öffnen können, bis du die Quelle der Störung gefunden hast. Ich werde dir beschossen! Jemandem im Herdal gesehen. Vielleicht ein Eindringling. Brauche sofort Unterstützung. Aus dem Weg! Ich hab was gehört. Wer ist da? Habe Feind gesichtet. Bleib zurück. Ich hab was eindringen. Los! Sind so gut, gut gemacht, Fischer. Durch das Öffnen der Türen hast du dir aber auch den Russen den Weg zu Ivan freigemacht. Du musst unbedingt als Erster bei ihm sein. Missionsupdate. Um unsere Herrscher abzusichern, haben wir das FBI eingeweiht. Wir werden ihnen Ivan überlassen. Und was soll ich dann hier? Ivan ist Techniker. Alles, was wir brauchen, um Nikolaze zu finden, ist Ivans Codeschlüssel. Hol ihn und wir sind fein raus. Noch in der Nähe sein. Ich habe eine Leiche entdeckt. Fischer, das wird dir gefallen. Die Russen sind im oberen Geschoss verteilt. Du wirst ein bisschen aufräumen müssen, bevor die Osprey landen und dich da rausholen kann. Was war das? Ich hab da doch was gesehen. Hey, was ist das? Ich habe Feind gesichtet. Los! Was war das? Auf den Weg!
Kippe? Hast noch eine bekommen? Einer von uns wurde angegriffen. Hey, was ist das? Dein Kontakt ist vor Ort. Unser Mann in Burma oder Myanmar. Egal. Wo finde ich ihn? Auf einem Dach ein paar Blocks von der Botschaft entfernt. Er sagte, er sei unter einem großen roten Schild. Parole, es ist ein heller, kalter Apriltag. Missionsupdate auf deinem Opset. Wenn du jemanden tötest, ist die Mission vorbei. Wenn du das vergeigst, suche ich mir einen Atombunker und bete. Hallo. Wir haben uns verstanden. Viel Glück. Ich hab was gesehen. Wer ist da? Zeigen Sie sich! Hab die Sperrstunde missachtet. Befehl ist Befehl. Eindringling! Weiche hier! Wer ist da? Was war das? Da, was war im das? Schatten. Irgendwas hat sich bewegt. Nur zur Info, Fischer. Dieser Laster ist deine einzige Chance, in die Botschaft zu kommen. Versau es nicht. Gibt es etwas, von dem ich nichts weiß? Folgendes. Wenn du Nicolaze da drin siehst, bereite dich darauf vor, zu verschwinden. Eine falsche Aktion könnte Krieg bedeuten. Wenn in der Botschaft Alarm ausgelöst wird, ist deine Mission beendet. Was war das? Irgendwas hat sich bewegt. Was ist los? Riechst du was? Geräte können am ersten Tag bewaffnet und am zweiten platziert werden. Natürlich die Arche, aber du kennst die Details. Wir müssen gemeinsam zuschlagen, sonst können wir es vergessen. Nicolaze, hör zu. Weil du uns verraten wirst,
Das ist absurd. Warum sollten Sie uns zuhören? Das ist paranoid, aber gut. Nein, gut. Wir führen ein sicheres Gespräch aus meinem Auto. Himmelfischer, das ist General Kong Fairong. Himmel, wer ist das? Er war der Vorsitzende von Chinas Zentraler Militärkommission bis 01. Ein chinesischer General, der mit Nikolaze spricht? Nicht gut. Wir müssen unbedingt mitbekommen, was die beiden sich zu sagen haben. Es ist an der Zeit für dich, unsichtbar zu werden. Wenn dich jemand sieht, ist deine Mission beendet. Ab 15 Minuten, vielleicht auch mehr. Wir müssen eine Polizeikontrolle passieren. Nein, ist die Mühe nicht wert. Wird sich die Übertragung dann ansehen wie alle anderen. Ja, wie wahr. Sie sind ein böser Mensch, Mr. Nikolaze. Ich hoffe, die Übertragung läuft glatt. Viel Glück. Sie wollen die Soldaten exekutieren. Scheint so. Fischer, wir nähern uns der Schwelle zum Krieg. Wenn Nikolaze diese Männer bei laufenden Kameras tötet, sind wir erledigt. Machen uns die Toten oder die Übertragung Sorgen? Fürs Erste die Übertragung. Dann gewinnen wir Zeit, um das Töten zu beenden. Nikolaze sendet über eine Antenne auf dem Dach. Das ist dein erstes Missionsziel. Alles Weitere auf dem Offset. Im Dach ist irgendwas. Sollen wir nachsehen? Greife den Feind an! Was zur Hölle ist passiert? Die Senderantenne ist ausgefallen. Wir haben kein Signal nach draußen. Wir werden angegriffen. Die Amerikanski sind hier. Sie haben die Sendeantenne ausgeschaltet. Schafft Nikolaze hier raus. Ich will seinen Helikopter zügigst in der Luft sehen. Ich will, dass Techniker und eine Eskorte auf das Dach gehen, um die Antenne zu reparieren. Und ich will diese Amerikaner tot sehen. Jawohl. Klingt, als hättest du ordentlich aufgeräumt. Das verschafft uns aber nur ein paar Minuten. Suche die Soldaten, Fischer. Ah, identifizieren Sie sich. Oh! Nikolaze ist an Bord. Geschätzte Abtransporte. Es wird geschossen. Greco, hier spricht Nikolaze. Töte die amerikanische Studio und töte sie. Wir töten das Material so schnell wie möglich. Sag Fairong, dass wir Fortschritte machen. Ich hole die Asche. Einer unserer Männer wurde getötet. Diesmal geht es darum, unauffällig zu sein. Pass auf den Alarm auf. Wir haben Sie umzingelt. Was ist mit der Übertragung? Wer sind Sie? Das ist nicht unsere Sache. Gehen Sie. Ausgeschaltete Einheit. Ja. Oh. Was war denn das? Lass los! Ich habe hier einen Toten.
Oh, wer ist da? Identifizieren Sie sich. Ja. Oh. Ich brauche Verbandzeug. Bist du sicher? Die haben ihn in einen Heli. Wer ist da? Oh, Hilfe! Ich werde... Ja. Einer unserer Männer wurde getötet! Die Amerikaner haben die Keller-Retage eingenommen. Alle verfügbaren Einheiten darunter. Ihr werdet sie vernichten. Oberbagrat, merken Sie sich. Oberbagrat! Fischer, erledige Grinko. Okay. Seine Männer sind Söldner. Die interessiert nur Geld und ihre eigene Haut. Glaubst du, die verschwinden, wenn Grinko tot ist? Hoffen wir es. Das ist nicht gut. Begib dich zur Botschaft. Er versucht bestimmt, die Beweise zu vernichten, die einen Krieg noch abwenden könnten. Ja. Um es kurz zu machen. Wir brauchen Beweise, dass Fai Rong zu einer Splittergruppe innerhalb der chinesischen Regierung gehört. Bin ich immer noch an der Leine? Nein, du hast die Genehmigung, Gewalt einzusetzen. Fifth Freedom bei allen, außer Fai Rong. Wir können es nicht riskieren, ihn auszuschalten, bevor wir die Beweise haben. Die Spielereien sind vorbei. Wir sind im Krieg. Fischer, du wirst vor jeder Menge Türen stehen, die durch Codefelder gesichert sind. Du kannst dich nicht auf erpresste Informationen verlassen. Du musst improvisieren. Eine Idee, was wir mit den Codefeldern der Türen machen können. Die durchschnittliche Temperatur in der Botschaft könnte niedrig genug sein, um einen Temperaturunterschied auf den Codefeldern zu sehen. Es wäre einen Versuch wert. Nur durch diese Türen kommen wir weiter. Oberst, die letzten Speichersticks sind gelöscht. Machen wir den Festplatten weiter. Idiot, was? Ist doch kaputt. Sie können Daten auf den Trümmern bergen. Platten müssen gelöscht und zerstört werden. Jawohl. Grimm, wie sieht's aus? Ich weiß nicht, wie viel wir noch benutzen können. Ist fast alles gesäubert. Was? Lambert, war das? Sieh mal. Oh Mist. Wir haben das Amelie um 239 gefunden. No. Weit gleich zurück, Fischer. Wo steckst du? Neues Missionsziel, Fischer. Da ist ein LKW-Konvoi in einem Lagerhaus auf dem Botschaftsgelände. Sorge dafür, dass er nie losfährt. Ich weiß, du hast nicht genug Sprengsätze, aber alles mit einem vollen Tank ist eine Bombe, die auf einen Zünder wartet. Muss ich auf Strahlung achten? Die Komponenten sind nicht zusammengesetzt. Es wird keine Kettenreaktion geben. Hier kommen Feierung! Alle Einheiten, Alarmstufe Rot! Wiederhole! Alarmstufe Rot! Nikolasse hat uns verraten! Ich will, dass dieser Konvoi marschbereit herstellt! Wo ist der hin? Da, im Shuttle. Was war das? Das. Da, im Schatten. Da! Feindliche Einheit gesichtet. Oh.
Was war das? Was war das? Ein amerikanischer Agent. Das reicht. Agent. Wir haben mehr Benzin, als wir brauchen. Wir müssen Position langsam mal halten. Los. Okay. Warte hier. Arbeit, Fischer. Diese Atombomben erreichen niemanden mehr. Jetzt der General. Genau. Wir vermuten, dass er und sein Terminal im Büro des Botschafters sind. Du brauchst Feuerung also lebend. Wo bist du? Im Büro. Schnell! Ich werde mich erschießen! Nicht ins Gesicht. Ich werde mich erschießen! Nicht ins Gesicht. Sie sind Amerikaner! Sie sind der Grund für alle meine Sorgen, ja? Tun Sie mir den Gefallen und töten Sie mich! Zurück in Georgien, Fischer. Der direkteste Weg zur Arche führt über die Daten von Präsident Kristavi. Siehe Hobsett. Was, wenn ich Kristavi sehe? Nicht anfassen. Der gehört der CIA. Wenn Kristavi stirbt, ist die Mission vorbei. Warum wischst du die Scheiße von deinem Hut nicht weg? Wer ist da? Wer bist da? Leuchte mir gefälligst nicht in die Augen, du dämlicher Scharfschütze!
Ich glaube, ich habe was gehört. Das sind keine Palastwachen. Das sind Spezialeinheiten. Georgische Elite-Truppe. Vermutlich Christavis, Leute. Das macht die Sache nicht einfacher. Ändert das meine Ziele? Nein. Ändert das meine Ziele? Nein. Such die Ver... 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 Ändert das meine Ziele? Nein. Such die Verhörprotokolle. Christavis Männer werden nicht viel freundlicher zu dir sein als die von Nicolaze. Der Einsatz von Gewalt ist hiermit genehmigt. Alarmstufe Rot, hab eine Leiche gefunden. Ich glaube, ich habe was gehört. Da ist irgendwas. Melde einen Toten. Da war doch was. Vielleicht war es nur ein Schatten. Präsident Christavi, sind Sie das? Da ist irgendwas. Mann, wie ich das hasse. Was habt ihr? Verhöre, Folter und... Oh mein Gott. Was? Die Arche ist eine SADM. Eine was? Eine Special Atomic Demolition Munition. Eine tragbare Atombombe. Ja, wir melden uns wieder. Das reicht. Beim nächsten Alarm breche ich die Mission ab. Wer ist da? Die Arche ist ein Missionsziel. Das reicht. Beim nächsten Alarm breche ich die Mission ab. Die Arche ist ein Missionsziel. Ich glaube, ich habe was gehört. Sie ist in einem Keller in der Bibliothek. Wir haben die Bibliothek erreicht. Nicolaze ist drin. Achtung an alle. Wir bergen die Arche. Bereitet euch auf Abmarschsport. Schüsse! Machen zu Nicolaze! Wir haben einen Eindringling, eine amerikanische Kommandoeinheit. Bringt Nicolaze in den Keller, bis wir den erledigt haben. Wurden verraten! Sie haben uns verraten! Christavis Männer sind! Wir brauchen Verstärkung! Habt ihr ihn getötet? Wer ist da? Keine Bewegung. Hände hoch! Keine Bewegung! Keine Bewegung! Komm bei Nick. Wer war das? Fischer, Nicolaze darf nicht entkommen. Du glaubst, er weiß, wo die Arche ist? Ja, er darf mit...
Der Amerikaner hat Informationen in seinem Besitz, die für die Sicherheit unserer Nation sehr wichtig sind. Wir müssen ihn schnappen. Um es ganz deutlich zu machen. Er schießt Nicolaze von dort aus. Tu es jetzt. Schieß nicht daneben. Du bekommst vermutlich keine Chance. Gut, Fischer. Zeit von dort zu verschwinden. Die Daten, die du hast, sind die letzten. Die letzten von was? Nicolaze ist meine Bedrohung. Unsere höchste Priorität liegt darin, zu schützen, was du bei dir trägst. Die Osprey wartet. An alle Einheiten. Sucht den amerikanischen Spion. Er muss unbedingt gefangen oder getötet werden.